Moin aus der Region Hannover. Ja, es ist immer noch mein Fiebertag und ja, mit jedem Blick auf den Balkon, wo die Lerche steht, die Challenge-Lerche steht, wird mir klar, ich komme nicht drum rum. Wenn all diese Knospen, die da sind, austreiben, dann sehe ich gar nichts mehr. Also muss ich jetzt dafür sorgen, dass ich ein bisschen besseren Einblick kriege, wenn der Austrieb erfolgt ist. Das ist so eng beieinander liegend, dass ich sowas Langes hier zum Beispiel nicht toleriere, dafür die drei kürzeren Äste stehen lasse, zurückschneide auf die engeren Knospen, die man deutlich sehen kann, die deutlich drücken, hier unten muss ich noch was zu sagen, zu dem unteren Bereich. Ein Teil dieser Äste wird definitiv zum Yin. Der Draht kann noch dranbleiben, da ist nichts eingewachsen, ist aber auch, naja, Winter gewesen. Ne? Winter in Anführungszeichen, war ja gar nicht so richtig. Aber um da ranzukommen nachher, mache ich alles ein bisschen kürzer. Hier wächst ein Ast zum Stamm zurück, den nehme ich auf die Knospe zurück, die nach vorne wächst. So. Das kann man ja so schön sehen bei Lerchen. Hier ist ein Ast, der geht nach oben. Den mache ich weg. Versäubern brauche ich diese Wunde nicht, die steht voll im Saft. Da kommt jetzt schon Harz raus. Ach, das duftet. Ich finde es gut. Ich habe mein Handy auf lautlos gestellt. Trotzdem kommt hier immer noch was an. Vielleicht sollte ich auch die Summ-Funktion da rausnehmen. Also, wie gesagt, die unteren Äste sind nicht so wichtig, aber um sie zu fixieren, damit sie unten bleiben, muss dann noch einmal Saft durch. Und ich möchte nicht, das halte ich immer für absolut unnatürlich, wenn so ein Yin plötzlich da so nach oben geht, das mag ich nicht leiden. Deshalb nehme ich das, was nach oben geht, weg. Hier ist ein komplett neuer Ast in der letzten Saison gewachsen. Den habe ich schon mal zurückgeschnitten. Den schneide ich jetzt auch wieder auf drei Knospen zurück und sehe dann, was ich später damit machen kann. Aber ich kann es dann wenigstens sehen. Darum geht es dann auch. Hier nehme ich noch was raus. Hier lasse ich vier Knospen stehen. Hier auch. Ich zeige euch auch gleich, was ich für die Vorderseite des Stammes halte. Ihr seht nämlich jetzt im Moment die Rückseite. Aber hier und dort muss ich noch. So. Jetzt sehe ich die Vorderseite. Mach die mal eben komplett fertig soweit. So, hier geht ein Ast, seht ihr hier vielleicht, rüber über den nächsten. Den nehme ich nach der zweiten Knospe weg und den nächsten Ast kürze ich auch ein. Das lässt sich ja alles noch schön in Form bringen, wenn es ausgetrieben ist. Falls ich es noch brauche. Ich glaube, das kann auch schon sein, dass das Äste sind, die zum Yin werden. Da gehe ich sogar von aus. Ich könnte mir vorstellen, dass dies ein sehr, sehr kurzes Video wird, aber das gefällt mir auch ganz gut. Dann habe ich trotzdem einiges geschafft heute, obwohl ich körperlich eigentlich ganz, ganz mies drauf bin. Menge Zeugs zusammen, wenn ich hier rundum schneide.
wieder ein Ast, der nach oben wächst, die wir ja nicht haben wollen. Und das ist dann mit Sicherheit schon eher ein Ast, den ich behalten möchte. Allerdings nicht in dieser Konstellation, nicht so weit nach draußen raus, sondern enger am Stamm. Hier auch. Im Moment ist das auch eine Maßnahme, die eigentlich ganz gut ist für den Baum. Denn ihr seht ja diese ganzen trockenen Wurzeln am Rande, die sich im Erdreich gebildet haben, die hat der Baum jetzt nicht mehr. Die sind so nach und nach wirklich trocken geworden und vergehen so langsam. Er bietet eine reichhaltige Formation von Ästen, die ich nutzen kann. Da kommt es weg. Ja. Ja. Jeder Ast eine besondere Entscheidung. Der geht wieder zurück zum Stamm, den brauchen wir dann nicht. Aber der, der nach vorne guckt, zu mir her, den brauchen wir doch. Hier ist auch wieder so ein Ast, hier oben, der sich erst im vergangenen Jahr gebildet hat. Den kürze ich jetzt auch noch ein. Der bekommt seine Chance trotzdem, auch eingekürzt. Hier oben auch noch einer, auch eingekürzt. So, wahrscheinlich wird der Schopf hier oben bleiben. Den werde ich dann in dieses Dreiecksmuster schneiden. Ich habe übrigens, sehe ich immer wieder auf der Fahrt zur Schule, eine Hecke aus Lärchen. Also das ist ein Traum, Leute. Wie dicht die wachsen als Sichtschutz und sowas. Nehmt sowas doch ruhig mal als Hecken für euer Grundstück. Es bietet viel Raum für Vögel zum Nisten. Ist viel natürlicher, weil es Bäume unserer Heimat sind. Und damit können die Vögel auch was anfangen. Mit den Koniferen sind unsere einheimischen Vögel absolut unglücklich. Die bieten denen nicht so viel Schutz, nicht so viele Möglichkeiten, nicht so viel Futter. Ich habe ja schon gesagt, der Sturm wird mich dann so angeschlagen haben. Ich gehe davon aus, dass das bei der Aktion war, wo wir die Amphibienzäune wieder eingefangen haben. Dieses feine Gewebe aus grünem Kunststoff, das lässt sich vom Sturm doch immer sehr, sehr leicht bewegen und reißt sich dann los irgendwann und ist dann nicht mehr zu kontrollieren. Aber auch da wird es sicher bald mal was Neues geben, denn es hat sich gezeigt, dass Molche zum Beispiel wunderbar an diesen feinen Maschen hochklettern können und damit auch über den Zaun klettern und damit dem Verkehr dann trotzdem ausgesetzt sind. Also Wind und Regen hat mich dabei wahrscheinlich so angeschlagen. Der Hals ist so trocken. Ich kann so viel trinken, wie ich will. Es hilft alles nicht so sonderlich viel. So, gleich ist die Lärche für den Austrieb gewappnet. Und kann wieder auf dem Balkon, wird nochmal gegossen. Es ist immer
ein Risiko, so einen Baum reinzunehmen und den anschließend nicht mehr zu befeuchten. Das mache ich natürlich nicht. Wieder ein Ast, der zu sehr nach oben wächst. Ja. Der ist leicht drahtbar, den kriege ich noch in Form. Den lasse ich aber deutlich kürzer dran. Hier wird kürzer gemacht. Also Geruchssinn habe ich nicht verloren. Ich rieche den Duft der Lärche. Herrlich. Es ist immer wieder eine Freude, muss ich echt sagen. Ich habe möglichst jetzt alles so geschnitten, wie es sich näher zum Stamm hin bewegt. Manche Äste sind einfach zu dick, die kann ich eh nicht behalten oder will ich sie auch nicht behalten, sondern die müssen dann in Relation wieder nachwachsen. Aber das zeigt der Sommer dann. Warum sollte man Nadelbäume immer mit einer Tendenz nach unten drahten und ziehen? Einfache Sache. Nadelbäume sind ja in der Regel immer grün. Oder haben Reste und dichtes Geäst, wie so eine Lärche zum Beispiel, wo dann Schneelast drauf liegt. Um sie natürlich aussehen zu lassen, muss man den Beispielen der großen Bäume folgen. Und die Äste nach unten ziehen oder drahten. Und die Spitzen gehen dann gerade noch wieder so ein bisschen hoch. Das ist der Plan. Bei der Lärche ist es natürlich auch noch so, dass diese Polster so schön wachsen. Und erst recht, wenn man das jetzt so vorbereitet, wie ich das gemacht habe jetzt. Ich sehe gerade aus den Augenwinkeln raus, da habe ich einen Meisenring hängen und der Kleiber versucht heranzukommen. Heute Morgen schon mal die Elster, die sich runterlassen wollte von der Dachrinne. Aber das hat nicht geklappt. Sind aber ganz schön findig, die Viecher. Ganz schön clever. So, Freunde. Bin komplett durch. Ich habe mir Zeit gelassen damit. Diesmal war es auch nicht so anstrengend wie bei den Sauerkirschen. Jetzt zeige ich euch nochmal die Vorderseite und warum das die Vorderseite wird, sage ich auch nochmal. Das ist ganz einfach dem geschuldet, dass der Einblick in den Baum auf den Stamm fallen kann oder fällt. Und das ist wichtig. Das zeugt von einem Baumcharakter. So, auf die Saison bin ich jetzt sehr gespannt. Wenn ihr euch erinnert, wie der Baum ursprünglich ausgesehen hat, vielleicht finde ich ja auch noch das entsprechende Video dazu und schneide eine Sequenz raus, wie es ausgesehen hat, als ich sie getopft habe. Dann kann man noch einen Vergleich ziehen. Ich denke schon, dass ich es finde. Aber gut, ich bin zufrieden. Es gibt noch eine Runde auf dem Drehteller. Und dann wirst du wieder nach draußen entlassen und bekommst einen Schluck Wasser mit Mikroorganismen, damit du schön austreibst, meine Kleine. So. Da ist sie, die Lärche. Larix dicidua. Die Challenge-Lärche. Morgen ist es genau ein Jahr her, dass ich diesen Stuppen geborgen habe.
Und ich weiß noch, wie meine Finger wehgetan haben, wie kalt es war, wie schrecklich kalt. Nun, das Problem haben wir jetzt nicht. Auf dem Balkon habe ich jetzt gerade 18 Grad. Und auch diese Temperaturschwankungen machen mir wahrscheinlich auch zu schaffen. Deshalb fühle ich mich heute auch nicht so sonderlich gut. So, ich muss hier sehen, diese Spitze soll irgendwann mal den oberen Teil des Baumes beherrschen. Der darf auch 10, 15 cm größer werden. Aber nur verhalten und langsam. Ein Langzeitprojekt. Wir werden sehen, was daraus wird. Ich hüte es wie mein Augapfel. Alles klar, Leute, lasst mir einen Daumen da und ihr wisst schon, ich kann jedes Abo gebrauchen, auch wenn es jetzt über 1000 sind, 1030 ins heutiger Stand. Bei morgen waren es mal 1034, aber das schwankt immer mal. Das kenne ich schon. Das kenne ich, seitdem ich angefangen habe. So, Leute, das war's. Ciao.